Herzlich willkommen zu unserem Neujahrsempfang 2014. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien sowie Ihren Institutionen alles Gute und Gottes Segen für das neue Jahr. Ich begrüße die Vertreter der Vereine, der Verbände, des öffentlichen Lebens und der Institutionen sowie die Mitglieder unserer Partei und freue mich, dass so viele Menschen den Weg heute zu uns gefunden haben. Sie werden sicherlich Verständnis dafür haben, dass ich nicht alle Gäste namentlich begrüßen kann. Stellvertretend für Sie alle möchte ich daher einige wenige Personen besonders willkommen heißen. Ich begrüße den Bürgermeister der Stadt Bünde, Wolfgang Koch, den wir gleichzeitig zu seinem 58. Geburtstag gratulieren. Als Vertreter der anderen politischen Parteien begrüße ich den Kreisvorsitzenden der FDP, Steffen Paul. Steffen, ich freue mich besonders, wir haben vereinbart, den guten Kontakt zwischen unseren Parteien auch in den Zeiten der Großen Koalition beizubehalten. Ein ganz besonderer Gruß gilt unserem Gast und Redner des heutigen Tages, dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU Deutschlands und jüngst gewählten stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Thomas Strobel. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, der Jahresbeginn ist immer eine Zeit, in der wir innehalten, in der wir zurückschauen, in der wir aber auch vor allem Kraft tanken für die Aufgaben, die vor uns liegen. Für die CDU im Kreis Herford und die Union insgesamt ist das Jahr 2013 ein erfreuliches Jahr gewesen. Bei der Bundestagswahl konnte ein starkes Ergebnis erzielt werden. Über 16 Millionen Wählerinnen und Wähler haben der CDU ihr Vertrauen geschenkt, 3 Millionen mehr als im Jahr 2009. In diesem Wahlkreis, der bekanntlich aus dem Kreis Herford und der Stadt Bad Oeynhausen besteht, ich begrüße den Stadtverbandsvorsitzenden Kurt Nagel. Konnten wir ebenfalls ein gutes Ergebnis erzielen. Leider habe ich mit 0,47 Prozentpunkten das Direktmandat knapp verpasst. Ich freue mich aber, dass ich dennoch als über die Reserveliste gewählter Abgeordneter in den Deutschen Bundestag eingezogen bin und Sie dort vertreten kann. Ich möchte dies verbinden mit dem Dank an alle, die mich im Wahlkampf unterstützt haben. Es war überwältigend, insbesondere auch die Unterstützung am Wahlabend. Gerne stehe ich Ihnen als Ihr Ansprechpartner hier im Kreis Herford und in Berlin zur Verfügung. Der Wahlerfolg der Union ist eine große Verantwortung und er ist eine große Chance für uns als Volkspartei. So mancher hat in den vergangenen Jahren gesagt, die Zeit der Volkspartei ist vorbei. Über 40% im Bund, keine Chance. Wir haben gezeigt, dass Modell Volkspartei lebt. Zu diesem Selbstverständnis als Volkspartei gehört, dass wir Politik für alle Menschen gestalten, dass wir keine Gruppe ausschließen. Wir haben im Bundestagswahlkampf gerade, aber nicht nur an den Wahlkampfständen erlebt, dass es am wichtigsten ist, nah bei den Menschen zu sein. Deshalb sprechen wir über die Themen, die für die Menschen wichtig sind. Sichere Arbeitsplätze, solide Finanzen, Stabilität des Euros, um nur einige zu nennen. Wir wollen Deutschlands Zukunft gestalten. So lautet der Titel des Koalitionsvertrages zwischen Union und SPD. Das ist unser Anspruch, den wir in den kommenden 4 Jahren fair und verlässlich erfüllen wollen. Das zentrale Ziel steht dabei in der Präambel des Koalitionsvertrags. Dort heißt es, ich zitiere, wir wollen, dass alle Menschen in Deutschland, Kinder, Frauen und Männer, Junge und Alte, in Ost und West ein gutes Leben führen können und unser Land auf seinem guten Weg weiter vorankommt. Zitat Ende. Deutschland, meine Damen und Herren, ist auf einem guten Weg. Und
und davon profitieren die Menschen. Wir hatten noch nie so viele Beschäftigte in Deutschland. Die Jugendarbeitslosigkeit ist die niedrigste in ganz Europa. Wir sind bislang gut durch die europäische Schuldenkrise gekommen. Und unsere Wirtschaft wächst und ist stark. Viele Prognosedaten lassen uns optimistisch in das Jahr 2014 starten. Für dieses Jahr wird gerechnet mit einem Wirtschaftswachstum von 1,8%, einem Rentenplus in Westdeutschland von 2,13%, 240.000 neuen Jobs und 2,5% mehr Lohn. Ich will an dieser Stelle auch sagen, das Nein der Union zu mehr Schulden war richtig, denn es ist ein Ja zu einem verlässlichen Staat und ein Ja zu mehr Generationengerechtigkeit. Ich freue mich, dass Thomas Strobel zu uns zum Koalitionsvertrag und zur Großen Koalition sprechen wird. Um nicht zu viel vorwegzunehmen, beschränke ich mich auf ein Thema, das mir neben der Generationengerechtigkeit besonders wichtig ist. Zu einem verlässlichen Staat gehören auch starke Kommunen. Bereits in der vergangenen Legislaturperiode hat der Bund begonnen, die Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu übernehmen. Alleine von 2012 bis 2016 bedeutet dies für die Städte, Gemeinden und Landkreise eine Entlastung von rund 20 Milliarden Euro. Jetzt sollen die Kommunen mit einem Bundesteilhabegesetz bei der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen um 5 Milliarden Euro jährlich entlastet werden. Die Länder und Gemeinden stehen zudem vor großen Herausforderungen bei der Finanzierung von Kinderkrippen, Kitas und Schulen. Damit sie diese Aufgaben besser bewältigen können, werden die Länder in dieser Legislaturperiode um 6 Milliarden Euro entlastet. Das sind wichtige Schritte zu starken Kommunen mit soliden Finanzen. Meine Damen und Herren, das ist die Überleitung zu den Kommunalwahlen, die wir in diesem Jahr am 25. Mai begehen werden. An diesem Tag entscheiden die Wählerinnen und Wähler darüber, wer hier vor Ort in den Stadt- und Gemeinderäten und im Kreistag die Geschicke und die Zukunft der Kommunen gestalten wird. Es gibt viele Themen, die die Menschen im Alltag hier im Kreis Herford beschäftigen. Wir wollen darüber mit den Leuten sprechen und als Vertreterinnen und Vertreter der CDU im Kreistag und in den Stadt- und Gemeinderäten nah bei den Menschen sein. Die CDU im Kreis Herford macht Ihnen, und diese Bewertung sei mir gestattet, mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten in den Stadt- und Gemeindeverbänden sowie im Kreisverband ein sehr gutes Angebot. Dort, wo gleichzeitig auch Bürgermeister gewählt werden, ist es den CDU-Stadt- und Gemeindeverbänden gelungen, kompetente, verlässliche und starke Persönlichkeiten als Bürgermeisterkandidaten aufzustellen. Nutzen Sie die Möglichkeit, die für Sie zuständigen Kandidaten anzusprechen. Sie sind gerne für Sie da. Ich freue mich auf einen spannenden Wahlkampf.